Und damit herzlich willkommen zurück bei Oblivion. Ja, au, au, hallo, was bist du denn? Hey! So. Ja, die... Ja, da sind wir also wieder. Jetzt fangen wir nochmal neu an, wir sind also wieder da. Und diese Folge, also diese Session, wollen wir mal zu... Also wir wollen in die Vaynorn-Pyre, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, wo wir hinwollen. Aber da werden wir jetzt mal hinlaufen. Und wir laufen einfach mal querfeld ein. Wir werden mal schauen, was ich... Ich muss das echt mal lernen mit dem Waffen verwechseln. Zack. Wunderbar. Zing, gut. Also, das hätten wir. Bereich wird geladen. Was ist das denn hier? Zack, Snap, Schnibbel, 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 Wandibbel. Das mit der Alchemie müssen wir auch noch mal ein bisschen. Such die eine, ja. Wie sieht denn das? Das ist cool. Was haben wir jetzt? Ich muss ja sagen, cool finde ich es trotzdem irgendwie. Ups, habe ich das jetzt gegessen? Ich glaube, das war nichts Schlechtes. Kombiniert Zutaten mit ähnlichen Wirkungen, um Trink- und Gifte herzustellen. Eure Alchemiefähigkeit verleiht euren Gebräuen mehr Macht. Je mehr Tränke ihr mischt, desto höher steigt eure Alchemiefertigkeit. Die Verwendung zusätzlicher Geräte verstärkt die Wirkung eurer Tränke. Okay, nehmen wir doch mal, was wir eben geerntet haben. Das müsste Flachssamen sein. Können wir das mit irgendwas... Nee, nein, kann man nicht. Entfernen. Dann nehmen wir mal Schaden, Lebensenergie. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Entfernen. Apfel. Erstellen. Naja. Haben wir das auch mal gemacht. Aber wir laufen weiter. So. Da ist ein Reh. Verschwindet. Vielleicht können wir uns anpirschen. Vielleicht können wir es dann erledigen von hier aus. Vielleicht können wir uns da anschleichen. Es müsste ja irgendwo hier lang gelaufen sein, richtig? So. Dann schauen wir mal, ob wir es hier kriegen. Anscheinend ist es irgendwie verschwunden. Oder es rennt immer noch vor uns, weil wir zu laut sind. Naja. Da war es jetzt, ne? Mist. Jetzt müsste es eigentlich den Berg hochlaufen. Vielleicht können wir es da, weil es da hinten läuft. Es. Sieht es unsere Rüstung aus? Unser Gewicht, alles gut. Kommen wir hier überhaupt so hoch? Sieht so aus, ja. Also, ich glaube, wir werden auch die Arena als nächstes machen, also wenn wir da gewesen sind, werden wir als allererstes mal in die Arena laufen und ein bisschen, ja, ein bisschen Gold sammeln, ein bisschen Erfahrung, Spielerfahrung. Und ich will dieses Reh töten. Wölfe sind dumm. Na, was ist, komm. Komm her. So, damit hätten wir das. Ah, natürlich ein bisschen doof, dass wir das jetzt so gemacht haben, aber naja. Und das Stahlkurzschwert. Haben wir nicht eigentlich was anderes schon gekauft? So. Meine ich doch. Jo. So. Wir laufen. Laufen noch richtig? Ja, wir laufen noch richtig. Bin noch gespannt, wo wir hier hinkommen. Ob wir noch zwischendurch irgendwas finden. Aber da scheint nämlich irgendwas zu sein. Eine Burg oder sowas.
Bereich wird geladen. So. Das hätten wir dann wieder zu dieser Burg. Da ist ja schon. Schauen, was wir hier drin finden. Wir haben ja immer noch unsere komische Dämonenrüstung an. Oder unsere heraufbeschworene Rüstung. Können wir uns ja ein bisschen anschleichen. Sieht beruhigend aus. Da mal los. Das ist bestimmt eine Festung Ash, aber Pokémon-mäßig könnte das sein. Wir wechseln mal zum Bogen, damit wir vielleicht den ersten Treffer als Schleichangriff machen können. Offene Tore sind nie gut. Ihre Stärke wird entzogen. Mist. So. Schnauze. Heieieiei. Der hat dazu gehauen. So. Bin ich irgendwelche Gifte, die wir ausprobieren können? Da muss das ja sein. Also dieses Inventar ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ich würde sagen, Gift der Krankheit verwendet. Eine Kiste. Sehr schön. Den Dolch lassen wir auch mal mitgehen erstmal. Ein Sack. Okay. Noch eine Kiste. Ups. Oh, was ist denn los mit mir? Zack. Und zack. 6 Gold hat sich das irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Milchsemmeln. Können wir mit der anderen Zutat kombinieren. So. Wo sind wir denn hier jetzt? Autsch. Oh, was? Ich sage, Gift ist ein Traum. Es ist Eche. Guter Schatz. Ja. Missing Perlring, das Gold nehmen wir mit. Komme ich von der Kiste ran. Okay. Das ist. Autsch. So, dann mal schauen, wo wir jetzt hier hinkommen. Ich sehe einen Golden. Autsch. Au, 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 au. Na komm. So. Damit hätten wir ihn fertig. Wir heilen uns einmal kurz. So. Und dann geht es weiter hier hoch. Na komm. Ja. Ja. Gute Sache. Also diese Goblins sind nicht das Problem für uns. Das ist schon mal beruhigend. Ein paar Tränke. Ein Fass. Ist da drin Fackeln, wenn ich brauchen. Knochen, leeres Fass.
ist tot? Warum ist sie tot? Moment mal, ist das nicht unser Gang, aus dem wir gerade gekommen sind? Wir scheinen... Ach, hier oben sind wir also durch, okay. Dann müssen wir hier noch irgendwo eine Tür nehmen können. Da vor uns, okay. Ah, das ist natürlich... Stimmt, hier waren wir gar nicht. Hier sind wir gar nicht lang gelaufen. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Das ist eine Kiste, oder? Nee, ist nur ein Stein. Und der Schlupf. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. So. Ein verschlossenes Kandler. Das heißt, hier scheint noch keiner gewesen zu sein. Na, komm. Ja. Die haben auch immer, sind auch immer irgendwie vergiftet, ne? Die Misthunde. Ah, Dreck. Mann. So. Irgendwas ist hier ziemlich... Okay, wenn ich den jetzt hier losmache. So muss das also richtig sein, okay. So. Sieht aber alles irgendwie viel zu gut eingerichtet für Goblins aus. Der hat sogar ein Stahlschild. Der hat vielleicht ein Stahlschild. Oh. Zeilen. Haben wir noch irgendwelche Gifte, die wir nutzen können? Das den Kampf ein bisschen zu erleichtern. Sie... schlecht aus. Ja. Autsch. So, einmal zu schnell hoch, bevor er wieder angreift. Ruhe. Die Stahlaxt nehmen wir erstmal mit. Das mit dem Schwert, das mit dem Schild ist natürlich sehr schön für uns, weil 7 Rüstung, 5. Und waffenmäßig dürfte das Schwert aber noch 4. Stahlaxt 4. Wie weit sind wir denn im Skillen? Nahkampf, Schwertkampf. Dummwaffe noch gar nicht. Ich glaube, wir spielen aber jetzt erst einmal. Ja, wunderbare Axt hier. Du hattest noch ein paar Pfeile, das ist gut. Danke. Die mögen anscheinend Ratten. Eine Kiste. Noch eine Kiste. Na, es lohnt sich nicht. Hier ist nicht so viel dran, ne? Aber. Kann ich, wenn Feinde in der Nähe sind. Ah, na gut, ob eine Ratte jetzt ein Feind ist. Mal auf die Karte mal schauen. Ja, da kommen wir wieder raus, okay. Wie die Axt im Walde. Aber jetzt so eine Axt ist natürlich irgendwie auch.